Es lebten einmal drei Grizzlybären in einem Haus im Wald. Papa Bär, Mama Bär, Baby Bär, sitzen sie hin, um ihren Brei zu essen. Viel zu heiß! Murrte Papa Bär, lass uns im Wald spazieren gehen. Dackelöckchen kam vorbei, fand ihr Haus im Dickicht. Klopf, 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 keine Antwort, also betrat Goldie die Küche. Riecht gut! Sie schnappte einen Löffel, obwohl sie keine Erlaubnis hatte. Papa Bärs Brei, viel zu heiß. Mama Bärs Brei, viel zu kalt. Baby Bärs Brei, genau richtig, genau richtig, genau richtig. Nachdem Goldie satt war, fühlte sie sich faul und müde. Im Wohnzimmer entdeckte sie Stühle in drei verschiedenen Größen. Sie sahen so einladend aus, Goldie dachte, sie würde sie versuchen. Papa Bärs Stuhl viel zu hart. Mama Bärs Stuhl viel zu weich. Baby Bärs Stuhl genau richtig, genau richtig, genau richtig. Gerade als Goldie sich angerichtet hatte, der Stuhl zerbrach in Stücke. Goldie ging nach oben und fand drei sehr schöne Betten. Sie sahen recht einladend aus, also kroch sie in Papas Bett. Papa Bärs Bett viel zu hart. Mama Bärs Bett viel zu weich. Baby Bärs Bett genau richtig, genau richtig, genau richtig. Goldlöckchen schlief schnell ein, drei Bären kamen nach Hause. Als sie eintraten, wussten sie sofort, sie waren nicht allein. Niemand hat meinen Brei gegessen, knurrte Papa. Jemand hat meinen Brei gegessen, sagte Mama. Jemand hat meinen Brei gegessen, weinte Baby. Und sie aßen alles, aßen alles. Sie betraten das Wohnzimmer und was glaubst du, sie sahen? Jemand hat auf meinem Stuhl gesessen, knurrte Papa. Jemand hat auf meinem Stuhl gesessen, sagte Mama. Jemand hat auf meinem Stuhl gesessen, weinte Baby. Und er ist kaputt, er ist kaputt. Oben in ihrem Schlafzimmer, was glaubst du, sie sahen? Jemand hat in meinem Bett geschlafen, knurrte Papa. Jemand hat in meinem Bett geschlafen, sagte Mama. Jemand hat in meinem Bett geschlafen, weinte Baby. Und sie ist da, sie ist da. Goldie wachte auf und sah, drei Bären starren sie an. Sie schrie, Hilfe! Sprang aus dem Bett und rannte weg mit einem Klappern. Die Treppe runter und durch die Tür, Goldie ist für immer weg. Drei Bären kratzten sich am Kopf, reparierten den Stuhl und machten die Betten und aßen ihren Brei. Und das ist die Geschichte von den drei Bären. Einmal lebte ein kleines Mädchen mit seiner am Waldrand. Sie trug einen roten Umhang mit hübscher roter Haube, ihr Name war Rotkäppchen. Ich habe einen Kuchen gebacken, sagte Mutter einmal, bring ihr zu Omas Schatz. Aber bleib auf dem Weg zu Omas Haus, lauf nirgendwo hin. Rotkäppchen machte sich auf durch den Wald mit dem Korb im Händen. Unterwegs hielt sie an, um Blumen zu pflücken, da sah sie ein Wolf. Wolf fragte sie, hallo kleines Mädchen, wo gehst du jetzt hin? Zum Haus meiner Oma, mitten in den Wald. Und der Wolf hatte eine üble Idee.
lief schnell zu dem Haus im Wald und klopfte an die Tür. Als die Tür sich öffnete, sprang der Wolf schnell und fesselte die arme Oma. Der Wolf hat sich angekuschelt unter dem Bettlaken, tragen Thomas Gewand. Als Rotkäppchen klopfte an die Tür, komm rein, mein Schatz, er sprach. Oma, was für eine tiefe Stimme du hast, um dich besser zu grüßen. Oma, was für große Augen du hast, um dich besser zu sehen. Oma, was für große Hände du hast, um dich besser zu umarmen. Oma, was für große Zähne du hast, um dich besser zu essen. Rotkäppchen sprang weg, nicht mehr vom Wolf getäuscht. Ein Holzfäller kam vorbei, hörte ihren Schrei und rannte durch die Tür hinein. Schlack, 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 er schlug den Wolf, hat Rotkäppchen gerettet. Dann Oma und er und Rotkäppchen hatten Kuchen mitten im Wald. Der Löwe und die Maus, der Löwe und die Maus, dies ist die Geschichte von der Löwe und die Maus. Maus schlich durch den Wald und weckte einen schlafenden Löwen. Wütend packte diese Maus, sie hatte Angst und weinte. Sie sagte, wenn du mich gehen lässt, helfe ich dir, eines Tages wirst du sehen. Wenn du mich traust, werde ich da, du wirst auf mich zählen. Der Löwe und die Maus, die Löwe und die Maus, dies ist die Geschichte von der Löwe und die Maus. Der Löwe und die Maus, die Löwe und die Maus, dies ist die Geschichte von der Löwe und die Maus. Löwe sagt, du kleines Ding, was kannst du für mich tun? Du hast mich zum Lachen gebracht, also werde ich dich befreien. Danke! Am nächsten Tag war Löwe auf der Jagd, doch auf dem Weg nach Hause. Er tappte in eine Falle, er war gefangen und allein. Der Löwe und die Maus, die Löwe und die Maus, dies ist die Geschichte von der Löwe und die Maus. Der Löwe und die Maus, die Löwe und die Maus, dies ist die Geschichte von der Löwe und die Maus. Die kleine Maus hörte Löwengebrüll und eilte zum Tatort. Sie nackte am Seil, befreite den Löwen und sagte, jetzt sind wir ein Team. Löwe sagte, es war falsch zu lachen, weil du klein bist. Wenn du nicht wärst, wär ich gar nicht hier. Der Löwe und die Maus, der Löwe und die Maus, wie immer beste Freunde, der Löwe und die Maus. Der Löwe und die Maus, der Löwe und die Maus, wie immer beste Freunde, der Löwe und die Maus. Der Löwe und die Maus, der Löwe und die Maus, dies ist die Geschichte von der Löwe und die Maus. Der Löwe und die Maus, der Löwe und die Maus, dies ist die Geschichte von der Löwe und die Maus. Es waren einmal drei Ziegenböcke. Sie gingen über einen Fluss, aber hatten keine Boote. Schaut mal drüben, eine Brücke seht ihr. Wir gehen zu den Hügeln, wo das Gras frei wächst. Meh, 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 meh. Der kleine Ziegenbock, er begann zu überqueren. Stopp,
stampf, stampf, die Birke machte ein Geräusch. Wer da stolpert über meine Brücke? Sagte ein Troll von unten, nun kam ganz nah. Meh, 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 meh. Ich werde dich verschlingen, sagte der Flusstrollziege, sagte, ich bin winzig, mein Bruder ist viel größer. Warte ein bisschen, er wird durchkommen. Der Troll sagte, weg mit dir. Der zweite Ziegenbock, er begann zu überqueren. Stampf, 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 die Brücke machte ein Geräusch. Wer da stolpert über meine Brücke? Sagt ein Troll von unten und kam ganz nah. Ich werde dich verschlingen, sagte der Flusstrollziege, sagte, ich bin klein, mein Bruder ist viel größer. Warte ein bisschen, ihr werdet durchkommen. Der Troll sagte, dann weg mit dir. Meh, 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 meh. Der große Ziegenbock, er begann zu überqueren. Stampf, 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 die Brücke machte ein Geräusch. Wer da stolpert über meine Brücke? Sagt ein Troll von unten und kam ganz nah. Ich werde dich verschlingen, sagte der Troll zu der Ziege. Ziege starrte ihn an und räusperte sich. Er griff mit seinen Hörnern an und schlug den Troll nieder. Die drei Ziegenböcke lebten glücklich und zufrieden. Schweine sangen lol, lol, lol. Eines baute ein Haus aus einem Bündel Stroh. Drei kleine Schweine sangen lol, lol, lol. Eines baute ein Haus aus einem Bündel Stroh. Ein Wolf kam vorbei und begann zu klopfen. Klopf, 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 klopf. Schweinchen, Schweinchen, lass mich rein. Nein, nein, das werde ich nie im Leben. Johnny, hust und pust und blase daraus ein. Huff, puff, puff. Zwei kleine Schweine waren in der Klemme. Eines baute ein Haus aus einem Bündel Stöcke. Zwei kleine Schweine waren in der Klemme. Eines baute ein Haus aus einem Bündel Stöcke. Ein Wolf kam vorbei und begann zu klopfen. Klopf, 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 klopf. Heinchen, Schweinchen, lass mich rein. Nein, nein, das werde ich nie im Leben tun. Dann hust und pust und blase daraus ein. Huff, puff, puff. Schwein schrie schnell, schnell, schnell. Er baute sein Haus aus einer Menge Ziegeln. Ein kleines Schwein schrie schnell, schnell, schnell. Er baute sein Haus aus einer Menge Ziegeln. Ein Wolf kam vorbei und begann zu klopfen. Klopf, 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 klopf. Heinchen, Schweinchen, lass mich rein. Nein, nein, das werde ich nie im Leben. Dann hust und pust und blase daraus ein. Huff, puff, puff. Aber er konnte das Haus nicht zerstören. Und die drei kleinen Schweine lebten glücklich in dem Backsteinhaus. Oh. Ah.
Hey! Hey, kids! Die Ameisen pflücken die Felder. Hei ho, hei ho. Die Ameisen pflücken die Felder. Hei ho, hei ho. Die Ameisen pflücken die Felder. Grashüpfer schlägt Räder. Und er spielt einfach nur während Ameisen arbeiten ganzen Tag. Die Ameisen pflanzen im Frühling. Hei ho. Im Frühling, der Grashüpfer macht gar nichts. Und er spielt einfach nur, während Ameisen arbeiten ganzen Tag. Ameisen graben in der Sonne. Hei ho, hei ho. Ameisen graben in der Sonne. Hei ho, hei ho. Ameisen graben in der Sonne, der Grashüpfer tanzt zum Spaß. Und er spielt einfach nur, hilft gar nicht. Und er spielt einfach nur, während Ameisen arbeiten ganzen Tag. Wenn Winter ist, gehen Ameisen rein. Hei ho, hei ho. Wenn Winter ist, gehen Ameisen rein. Hei ho, hei ho. Wenn Winter ist, gehen Ameisen rein. Grashüpfer hat keinen Trübel. Weil er hat nur gespielt, während Ameisen den ganzen Tag. Der Grashüpfer ist kalt und traurig. Oh nein, oh nein. Der Grashüpfer ist kalt und traurig. Oh nein, oh nein. Er wünschte, er hätte geholfen und jetzt fühlt er sich wirklich schlecht. Er hat nur gespielt, während Ameisen arbeitet den ganzen Tag. Laden ihn herein. Hei ho, hei ho. Ameisen laden ihn herein. Hei ho, hei ho. Der Grashüpfer sagte lächelnd: Ich werde nie wieder vor Arbeit drücken. Die Ameisen rufen Hurra, 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 Hurra. Hurra! Alice im Wunderland, so lustige Geschichte zum Spielen. Alice im Wunderland, lass uns ein Abenteuer erleben. Alice war ein Mädchen, das gerne träumte. Sie saß und las ihr Buch an einem Flusslauf. Da sah sie ein Kaninchen, weiß und flink. Sie lachte bei dem Anblick und rannte ihm nach. Ich bin spät, zu einem sehr wichtigen Treffen. Ich muss wirklich gehen in dieses Kaninchenloch. Durch den Kaninchenbau fiel Alice auf den Boden in ein Zimmer voller Türen. Auf einem Tisch fand sie einen Schlüssel, schloss eine kleine Tür auf und warf einen Blick darauf. Oh je, so schön, da drinnen ist ein Garten, aber ich bin zu groß, um hineinzupassen. Alice fand eine Flasche mit Aufschrift Trink mich. Also nahm sie einen Schluck und wurde winzig. Sie schrumpfte auf Größe und passte durch die Tür. Jetzt konnte sie Abenteuer finden in Höhle und Fühle. Da ist eine Raupe auf diesem großen Pilz. Ich frage mich, ob er nett ist oder ob er unhöflich ist.
Hallo, kleine Alice, endlich bist du da. Ich bin eine weiße Raupe, lass uns mal reden. Du bist ziemlich hübsch und sehr klug. Aber halt dich fern von den Königen der Herzen. Weg von den Königen, das kann ich tun. Hey, schau, da ist eine große lächelnde Katze. Hallo, kleine Alice, wie geht es dir? Ich muss dir etwas sagen. Alle hier sind ganz verrückt. Das gilt auch für dich. Aber sei nicht traurig. Ich glaube wirklich nicht, dass ich bin verrückt. Wer ist da drüben mit dem großen hohen Hut? Ich bin der verrückte Hutmacher. Möchtest du Tee? Wir haben alle Spaß. Kannst du nicht sehen? Ich liebe es zu scherzen. Ich lache so gern. Ich tanze meinen verrückten Hutmacher-Tanz. Oje, oje, was für ein seltsamer Kerl. Ich glaube, ich bleibe nicht. Ich glaube, ich gehe weg. Alice fand sich in einem grünen Park. Und dort sah sie die verrückte Königin. Ich bin die Königin der Herzen und ich möchte spielen ein verrücktes Spiel von Croquette. Oh nein, ich möchte gerne gehen. Die Königin ist böse, ich muss hier weg. Alice schloss ihre kleinen Augen. Als sie sie öffnete, war sie am Flussufer. Sie schüttelte den Kopf, schaute auf den Fluss. Ich hatte gerade den seltsamsten Traum. War das alles nur ein Traum? Alice, im Wunderland, so lustige Geschichte zum Spielen. Alice, im Wunderland, lass uns ein Abenteuer erleben. Okay, Zwillinge, es ist Geschichtenzeit. Wie wär's mit der Geschichte von Goldlöckchen und den drei Bären? Tief drin im Wald lebten drei Bärenbrei, als ihre Lieblingsspeise galt. Sie aßen es zum Frühstück und auch jede Nacht. Papas war heiß, Mamas war kalt. Babys Brei war perfekt. Ich bin Papa Bär, ganz groß gebaut. Ich bin Mama Bär, ich brülle ganz laut. Ich bin Baby Bär. Meinen Stuhl habe ich so gern. Und wir sind die drei Bären. Die drei Bären beschlossen, Honig für ihren Haferbrei zu sammeln und gingen dafür in den Wald. Dort am Waldesrand lebt ein Mädchen klein, mit goldenem Haar und Locken ganz fein. Goldlöckchen wurde sie genannt, sie marschierte los. Ich marschiere los. Ab ins Waldesland. Oh, schau, ich fand ein kleines Haus. Ich klopf und klopf an der Tür. Keiner ist zu Hause, das ist okay, so wie ich das verstehe. Goldlöckchen hatte so eine kleine Ahnung, dass sie gerade das Haus der drei Bären betreten hatte. Wow, sieh mal da, ein gedeckter Tisch mit guten Sachen, alle ganz frisch. Eine große Schüssel voll mit Brei, nur für mich. Hey, da ist eine. Nein, warte, gar zwei. Was sehe ich? Es sind sogar drei. Papa Bärs Brei war viel zu heiß. Mama Bärs Brei war viel zu kalt. Baby Bärs Brei war perfekt. Nachdem Goldlöckchen den Brei aufgegessen hatte, war sie so voll gegessen, dass sie sich kurz ausruhen wollte. Papa Bärs Stuhl war viel zu hart. Mama Bärs Stuhl war viel zu weich. Baby Bärs Stuhl war der letzte der drei. Mal sehen.
Aber Goldlöckchen war viel zu schwer für Babybärs Stuhl. Und so zerbrach er. Ups! Sie fühlte sich richtig schläfrig und beschließt, ins Obergeschoss zu gehen, um dort ein kleines Nickerchen zu machen. Papa Bärs Bett war viel zu hart. Mama Bärs Bett war viel zu weich. Baby Bärs Bett war das letzte der drei. Mal sehen. Bei dem kann's gehen. Dieses eine ist perfekt. Als Goldlöckchen eingeschlafen war, kamen die drei Bären zurück nach Hause und bemerkten, dass sie nicht alleine waren. Jemand aß Papa Bärs Brei. Jemand aß Mama Bärs Brei. Jemand aß Baby Bärs Brei. Mal sehen. In Papa Bärs Stuhl. Jemand saß in Mama Bärs Stuhl. Jemand saß in Baby Bärs Stuhl. Und er ist kaputt. Die Bären waren nicht sehr glücklich über das, was sie sahen. Sie gingen die Treppe hinauf und fanden den Eindringling. Jemand schlief in Papa Bärs Bett. Jemand schlief in Mama Bärs Bett. Jemand schlief in Baby Bärs Bett. Mal sehen. Oh, sieh nur her. Da ist noch wer. Wer bist du? Ich bin Goldlöckchen. Und wer seid ihr? Wir sind die drei Bären. Du verspeist in meinem Brei. Du zerbrachst meinen Stuhl. Du schliefst in meinem Bett. Das finde ich gar nicht cool. Ups, sorry. Goldlöckchen merkte, dass sie nicht länger als Gast erwünscht war. Und die drei Bären scheuchten sie aus dem Haus. Sie lief schnurstracks nach Hause zurück und hat ihre Lektion gelernt. Welch ein Glück! Mit Lachen war wieder befülltes Bärens Haus. Und nun ist die Geschichte aus. Das Ende. Hey, kennt ihr die Geschichte von Rotkäppchen? Ja, natürlich. Und sie ist meine Lieblingsgeschichte. Vor langer Zeit im tiefen Wald lebte ein Mädchen, Rotkäppchen genannt. Ihre Oma lag krank im Bett. Sie bringt ihr gutes Brot, das ist doch nett. Los geht's, Abenteuerzeit. Ich bleib am Weg, es ist nicht mehr weit. Plötzlich ein großer Wolf erscheint mit scharfen Zähnen. Und er meint, hallo mein Kind, wie geht es dir? Wohin des Weges, verrätst du's mir? Ich besuche meine Oma in ihrem Haus. Ich gehe allein, das macht mir nichts aus. Aber der Wolf hatte einen Plan und lief los zu Omas Haus auf der anderen Seite des Waldes. Wolfi erschien bei Omas Haus, schlich durch die Tür leise wie ne Maus. Oma sah den Wolf und schrie laut los, versteckte sich im Schrank, dass sie niemand mehr fand. Ich warte hier ganz allein, bis Rotkäppchen kommt zur Tür herein. Omas Kleider zog an der Bösewicht, ihr schönes Nachthemd und die Brille ins Gesicht. Was für ein schlauer Wolf ich bin, hinterlistig und nicht nett spiel ich die falsche Oma, krank im Bett. Ich hoff, Rotkäppchen kommt schnell zu mir, um mich zu retten vor diesem Tier.
Und dann kam Rotkäppchen am Haus ihrer Oma an. Sie öffnete die Tür und ging direkt zu Omas Bett. Oma, ich bin hier, groß ist deine Not. Du bist ganz krank, ich bring dir frisches Brot. Oh, danke, mein Schatz, ich fühle mich gar nicht wohl. Komm etwas näher und sieh selbst. Oma, du bist gar nicht fit. Ich werde dir helfen, welch ein Glück. Schön, dich zu sehen, mein liebes Kind. Komm rauf aufs Bett, umarm mich geschwind. Wie groß deine Augen sind. Damit seh ich dich gut. Wie groß deine Ohren sind. Damit hör ich dich gut. Wie groß deine Zähne sind. Damit fress ich dich. Armes Rotkäppchen. Glücklicherweise kam ein Holzfäller am Haus vorbei und hörte ihre Schreie. Er stürmte zur Tür herein. Was geht hier vor? Bist du okay? Ich hörte dich schreien, ganz laut, au weh. Hey, böser Wolf, verschwinde hier. Komm nie mehr zurück, du wildes Tier. Danke, danke, netter Herr. Ich hoffe, der Wolf kommt nie, nie mehr. Wo ist Oma? Wo kann sie sein? Sah der Wolf sie, als er kam herein? Hier bin ich, mein liebes Kind, es geht mir gut. Ich versteckte mich vom Wolf, ich war auf der Hut. Zum Glück, liebe Oma, du bist nicht tot. Und sieh, mein Herr, unser Retter in der Not. Nun geht die Geschichte schon dem Ende zu. Und wir lernten wieder was dazu. Sprich nicht mit Fremden im Wald allein. Du musst immer nett wie Rotkäppchen sein. Hey Leute, seht euch mein neues Spielzeug an. Ein Troll! Genau wie der gemeine alte Troll in der Geschichte von drei Ziegenböcke. Oh ja, das ist meine Lieblingsgeschichte. Es waren einmal drei Ziegenböcke. Einer war sehr klein. Einer war in der Mitte, einer groß und stark. Das waren Ziegenböcke namens Guff. Sie liefen über eine Brücke, um auf die andere Seite zu kommen. Als ganz unerwartet eine Trolle schien und überraschte die kleine Ziege. Hey kleine Ziege, bleib hier stehen, du kommst diese Brücke nicht über. Ich krieg dich noch und verschlänge dich, und so ist es nun einmal. Bitte, Troll, friss mich nicht. Ich bin nur klein und winzig. Wenn du einen fressen willst, warte ein bisschen. Mein Bruder ist viel größer, ich muss zugeben. Okay, du kannst gehen. Die nächste Ziege ging über die Brücke, um auf die andere Seite zu kommen. Als ganz unerwartet ein Troll erschien und überraschte die mittlere Ziege. Hey du Ziege, bleib hier stehen, du wurmst diese Brücke nicht über. Ich krieg dich noch und verschlinge dich, und so ist es nun einmal. Nein, bitte Troll, friss mich nicht, ich bin nur mittelgroß. Wenn du einen fressen willst, warte ein bisschen. Mein Bruder ist viel größer, er ist ein Preis. Okay, du kannst gehen. Große Ziegenbock überquerte die Brücke, um auf die andere Seite zu kommen.
als ganz unerwartet eine Trolle schien und überraschte den großen Ziegenbock. Hey, große Ziege, bleib hier stehen, du kommst diese Brücke nicht rüber. Ich krieg dich noch und verschlänge dich, und so ist es nun einmal. Versuch es einfach, böser Troll, ich habe zwei große Speere. Ich werfe dich von dieser Brücke und du wirst weinen, große Trolltränen. Also kam der Troll, um gegen die Ziege zu kämpfen, doch zu seiner Überraschung warf Ziegenbock, ruf ihn von der Brücke und der Troll begann zu weinen. Das ist das Ende der Ziegenbock-Geschichte, sie schaffen es auf die andere Seite. Jetzt essen sie alles, was sie sehen, werden immer fetter und größer. Bereit für Geschichtenzeit, kleine Zwillinge? Ja! Ja! Wie wär's mit Jack und der Bohnenranke? Perfekt! Jack lebte auf ner kleinen Farm. Er schuftete hart und war doch arm. Seine Mutter fand heraus, es war kein Samen mehr im Haus. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Wir brauchen mehr Geld. Los in die Stadt musst du, dort verkaufst du unsere Kuh. Jack nimmt die Kuh an der Hand, spaziert zur Stadt, trifft dort einen Mann. Einen guten Vorschlag mach ich dir, Zauberbohnen bekommst du von mir. Zauberbohnen, was können die? Du pflanzt sie ein und sie werden riesengroß. Pflanz sie in die Erde und über Nacht wachsen sie bis zum Himmel rauf. Jack verkaufte dem Mann die Kuh, er nahm die Bohnen und lief im Nu. Nach Haus, dort zeigte er sie Mama, die fand das gar nicht toll. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Das sind nur Bohnen, was machen wir? Die Bohnen zum Fenster raus. Am nächsten Morgen, was war denn das? Eine Riesenranke stand dort im Gras. Zum Himmel reichte sie vom Boden aus. Da klettere ich sofort hinauf. Er kletterte und kletterte, bis er ganz oben war. Durch die Wolken, wo er eine Türe sah. Sieh dir das Riesenschloss mal an. Ich frag mich, wer da drin wohnen kann. Plötzlich geht weit auf die Tür. Eine Riesenfrau stand hinter ihr. Sie sah Jack an und bat ihn rein. Mein Essensgast sollst du heute sein. Sie machte Frühstück für klein Jack. Doch an der Tür war lauter Krach zu hören. Wie, fei, fo, fich, ne kleinen Jungen rieche ich. Angsterfüllt lief Jack davon, mit ner Handvoll Münzen ist er geflohen. Die Ranke runter kletterte er schnell, brachte die Münzen der Mama. Am nächsten Tag kam Jack zurück sofort, er fand ein goldenes Ei im Schloss weit fort. Fei, wie, wo, fisch, ne kleinen Jungen rieche ich. Angst erfüllt lief Jack davon, mit nem goldenen Ei ist er geflohen. Die Ranke
Leiter kletterte er schnell, brachte das Ei der Mama. Am nächsten Tag kam Jack zurück sofort, er fand eine goldene Harfe im Schloss weit fort. Fei, Fee, Fo, Fich, einen kleinen Jungen rieche ich. Glücklich und wohlauf ihr ganzes Leben lang. Jack und die Bohnenranke, yeah, 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 das ist das Ende. Geschichte gehört vom Jungen, der immer gelogen hatte? Nein, erzählen Sie mir. Der Junge, der immer lügt. Der Junge, der immer lügt. Ein Junge, der bei den Schafen wacht, sah sie bei Tag und auch bei Nacht. Er schmiedete einen Plan so ganz allein. Da muss doch irgendwo Action sein. Hier lebt ein böser Wolf, sagte er. Der Junge, der immer lügt. Da war kein Wolf, der Junge machte Spaß, doch alle Dorfbewohner liefen davon. Wir kommen zur Hilfe, wo ist das Tier? Rettet den Jungen und die Schafe hier. Amüsiert schrie der Junge laut. Ha, 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 ihr habt meine Lüge geglaubt. Der Junge, der immer lügt. Am nächsten Tag erhütete erneut. Ist das langweilig, darauf hab ich mich nicht gefreut. Er schmiedete wieder einen Plan. Ich leg das ganze Dorf jetzt lahm. Hey ihr alle, hört mal her. Hier lebt ein böser Wolf, sagte er. Der Junge, der immer. Dieses Mal nirgends ein Wolf im Bild, doch die Dorfbewohner waren angsterfüllt. Wir kommen zur Hilfe, wo ist das Tier? Rettet den Jungen und die Schafe hier. Amüsiert schrie der Junge laut. Ihr habt wieder meine Lüge geglaubt. Der Junge, der immer lügt. Am nächsten Tag, der Junge tief im Schlaf. Und jagte jedes Schaf. Er wachte auf mit erstauntem Gesicht. Da war ein echter Wolf. Er traute seinen Augen nicht. Hey ihr alle, helft mir doch. Ein großer Wolf jagt meinen Schafen nach. Der Junge, der immer lügt. Die Dorfbewohner hörten ihn schreien. Doch dieses Mal fielen sie nicht hinein. Der Junge, der immer lügt. Wir glauben ihm nicht, der Schein, der trügt. Niemand erhörte sein Begehr. Da ist ein echter Wolf, ganz sicher, ich schwör. Der Junge, der immer lügt. Und die Moral von der Geschichte: Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Sie glauben mal.
da eine richtige Spinne. Schön, dass du diesmal die Wahrheit gesagt hast, Mark. Ja, keine Lügen mehr. Sieh mal da, die kleine Maus. Ich frag mich, ob die beiden Freunde sind. Lasst uns den Zwillingen die Geschichte vom Löwen und der Maus erzählen. Der Löwe und die Maus. Der Löwe und die Maus. Der Löwe und die Maus. Yeah. Der Löwe und die Maus. Eines Tages kleine Maus läuft im Wald umher. Da trifft sie dann nen alten Löwen. Was machst du in meiner Gegend, bitte sehr? Der Löwe schnappt die kleine Maus, hält sie ganz hoch. Bitte, Löwe, lass mich gehen. Dich gehen? Das fehlt mir gerade noch. Du wirst sehen. Der Löwe lachte laut. Du denkst, du kannst mir helfen? Du bist nur eine klitzekleine dumme Maus. Okay, dann lauf davon. Wow, du bist aber mutig. Oh ja. Am nächsten Tag passierte dann ein kleines Missgeschick. Er verhing sich in einem Netz. In der Falle saß der Löwe dann. Hilfe, zu Hilfe, kann mich denn niemand hören? Der Löwe und die Maus. Der Löwe und die Maus. Die Maus vernahm Löwens Schrei und hatte sofort nen Plan. Mit ihren Freunden lief sie los zum Löwen, zieht ganz fest und zernagt das Netz. Niam, 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 niam. Wow, du bist ganz klein, doch befreitest du mich. Ich nehm dich jetzt sehr ernst. Das schwöre ich. Ach, schon gut, kein Problem. Lass uns Freunde sein, das wird nie vergehen. Der Löwe und die Maus. Der Löwe und die Maus. Der Löwe und die Maus. Yeah, der Löwe und die Maus. Und von diesem Tag an waren sie die besten Freunde. Großer Bruder, kannst du eine Geschichte vorlesen, bitte? Geschichte der drei kleinen Schweinchen. Ich liebe diese Geschichte. Ich auch. Okay, setzt euch hin. Drei kleine Schweinchen, drei kleine Schweinchen, drei kleine Schweinchen beschließen, ein Haus zu bauen. Das wäre doch ein Hit. Es nimmt alle Zweige, die es finden kann, und baut sein Haus so schnell es kann. Zweige, 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 aus Zweige wird mein Haus gebaut. Das dritte Schwein.
Oh nein! Kleines Schwein, lass mich rein. Glaubst du denn wirklich, so dumm werd ich sein? Dann huste ich ein kleines Haus in zwei. Ein Löwe lag schlafen im Wald, nach einem langen und harten Tag. Die winzig kleine Maus kam zu ihm, und sie war genau vor der Löwennase. Der Löwe erwachte aus seinem Schlaf, und als er die kleine Maus sah, er legte seine Pfote auf die Maus und war bereit, sie als Mahlzeit zu haben. Gnade, sagte winzig kleine Maus, bitte lass mich gehen und bei Mistages helfe ich dir, ich schwöre. Der Löwe war großzügig und ließ die Maus schließlich gehen. Nach einigen Tagen im Wald, als der Löwe seine Beute jagte, verheddete er sich in einem Jägernetz und konnte sich nicht befreien. Die Maus hörte den Löwen brüllen und ging schnell zu ihm, um zu helfen. Sie nackte an einem der großen Seile und bald war der Löwe frei. Vielen, vielen Dank, sagt der Löwe. Ich sagte doch, dass ich da sein werde, wenn du Hilfe brauchst, sagt die Maus. Nach all dem wurden sie zu besten Freunden. Nun waren Löwe und Maus beste Freunde. Sie spielen gern zusammen um. Sie helfen einander, wenn sie die Chance haben, und waren beste Freunde für ihr ganzes Leben. Merken Sie sich, Freundlichkeit ist nie verschwendet. Der hieß Jack. Er lebt mit seiner Mama, sie waren sehr, sehr arm in einer klitzekleinen Hütte. Oh Jack, wir müssen die Kuh verkaufen, wir haben kaum noch Geld. Das ist okay, heut ist der Markt, ich werd mein Bestes geben,
So ging er los mit der Kuh und auf dem Weg traf er einen lustigen Mann mit funkelnden Augen. Ich kauf dir diese Kuh ab. Nimm diese Bohnen, pflanz sie gut ein und dir wird Reichtum widerfahren. Abgemacht! Ich mache Mama stolz auf mich. 1, 2, 3, 4, 5 magische Bohnen ändern dein Leben. 1, 2, 3, 4, 5 schau mal die Bohnen an. Jack rannte nach Hause. Er konnte es nicht abwarten, seiner Mama die magischen Bohnen zu zeigen. Oh, Jack, was hast du getan? Ihr Gesicht wurde ganz rot. Sie warf die Bohnen aus dem Fenster und sie schickte Jack ins Bett. Als er aufwachte, was sah er dann? Die größte Bohnenranke, die es jemals gab. Ich kletter darauf und schaue. 1, 2, 3, 4, 5 magische Bohnen verändern mein Leben. 1, 2, 3, 4, 5 schau mal, wie hoch ich kletter. Oben in den Wolken, da war ein Schloss mit den Türen ganz weit geöffnet. Wer lebt wohl in diesem Riesenhaus? Ich schau mal ganz kurz rein. In der Küche, da saß ein Riese und kochte Rieseneier. Jack wollte einen besseren Blick, also klettert er das Tischbein hoch. Pfui und Fu und Fum, brüllte der Riese laut. Jack versteckte sich hinter der Fruchtschale, dann könnte er mehr sehen. Huch! Der Riese zählte all sein Gold und nahm eine riesige Henne. Sie legte ein riesen goldenes Ei, so groß wie Jack sein Kopf. 1, 2, 3, 4, 5 goldene Eier liegen vor mir. 1, 2, 3, 4, 5 schaut euch diese Eier an. 1, 2, 3, 4, 5 goldene Eier werden unser Leben ändern. 1, 2, 3, 4, 5 schau nur diese Eier an. Jack, wo warst du nur? War die Bohnenranke hier schon vorher? Mama, schau! Hier ist eine Tasche voll mit Geld und ich gehe nochmal zurück. Jack erzählte seiner Mama von dem Riesen, dem Schloss und auch dem Gold. Er kletterte die Ranke rauf, bevor Mama was sagt. Zurück im Schloss, da schlief der Riese. Jack ging zu der magischen Henne. Als er sich rausschlich, da sah er eine goldene Harfe neben der Tür. Ich nehm das nach Hause für meine Mama, sie liebt es zu singen. Doch Jack konnte kaum alles auf einmal tragen. Wow. Oh, wer ist da? Wer wagt es? Mein Gold zu stehlen. Oh oh. Pfui und Fu und Fum, komm zurück, du kleiner Schurke. Pfui, Fu, Fu und Fum, gib mir mein Gold zurück. Oh nein. Oh, oh Mama, oh. Nimm die Axt, die schärfeste. Hier. Oh nein. Oh Mama, schneid die Ranke sofort. Oh. Und genau das tat sie auch. Die Bohnenranke fiel runter und der Riese wurde nie wieder gesehen. Hurra! Die Henne war so glücklich, sie legte jeden Tag ein goldenes Ei. Und Jack und seine Mom waren nie wieder arm. Meinst du, unsere Hennen haben heute schon Eier gelegt? Oh, meinst du, da ist ein goldenes Ei, Mama?